Puh, ich will mein Geld zurück. Scheiße hier. Was willst du, wenn ich das nehme? Die Premium-Zigarette da? Jetzt geht's nimmer. Naja. Wahrscheinlich, wenn hier keiner mehr drin ist. Irgendwann nachts. So long. Wilfried, was denkst du drüber? Hey, boy. Nix? Gut, sehr schön. Dann gehen wir einfach weiter jetzt, Wilfried. Spring, mein kleines Pferd, spring! Ja. Ui! Ui! Was hier passiert? Alles okay? Huiuiui! Bist du hängen geblieben, Bruder? Wow, die kommen aber echt weiter im Hausbau. Ist ja fett. Läuft. Oh, hey there. Ja, moin. Well, it ain't going at all. Wecker? We're about ready to call it quits, to be honest with you. Listen, I hate to ask, but is there any way that you could help us get the supplies that we need to finish? Ja, klar. Well, I ain't promising nothing, but I'll see what I can do. There's a logging camp over in Big Valley, pretty much straight west of here, that might have lumber for sale. We run out of money and he still won't. Ja, Alter, da waren wir doch schon mal. Holzfällerlager. Wo waren das? Was für ein Haus, aber bei Applest Holz und Co. westlich des Dakota Rivers in Big Valley. Dakota River. Oh, da fahren wir doch mal. Big Valley. Müsste irgendwo sein. Man bereit mal dahin grob. So, komplett nach Westen erstmal. Gut. Komm, Pferdchen. Ja. Hab Feuer. Waren da auf jeden Fall schon mal ein Holzverlager. Ich weiß gerade nicht, wo das nochmal angezeigt wird. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber ist egal. Wir finden da schon wieder hin. Stimmt, dass wir doch mal hier lang geritten und da war das Problem, dass da. Lalala. Hey, verpass mal auf. Mann. Ja, du rennst mir hier in den Weg. Ich weiche immer mehr aus und geh schon mal auf meine Spur rüber. Du bist ja der dumme Bruder. Ja, heute mal Pferdele. Sollten vielleicht mal einen Bogen rausholen. Falls wir unterwegs was finden, kann man es nicht abschießen und mitnehmen. Wir wollen ja meistens Essen haben. Ich meine, wir hätten noch Futter dabei. Ja. Na, reiten wir hier mal lang. Muss es ja irgendwo dann eine Brücke geben. Stimmt, da haben wir die Tante da unten gefunden, ne? Wo ihr einen Mann abgeschossen hat. Ja. Oder ein Freund. Je nachdem, wie man es nimmt. Ja, ja. Ja.
like a pretty nice horse you got there. Kann ich mir mal Arschwerke verpissen? Top dollar for this beauty. Fast as a bullet. Want to see how yours compares? Kann ich mir mal Arschwerke, tschüss. The Outlaw Ridge, all right? Alter. Hey, don't just ignore me. Come on back here. Hey, I'm just offering a friendly race, partner. So, what do you say? Shall we race? Jesus, what the heck did I do? Verpiss dich, hab ich gesagt, Mann. Ich ziehe umsonst auf dich. Bruder. Ja. Es war nicht hier irgendwo. Jesus Christ. Big Valley, das muss hier irgendwo sein. Überleg grad. Big Valley, das ist da unten im Süden. Okay there, boy. Easy there, easy. Ganz ruhig, Cursor. Och. Easy. Warte kurz, bis es... Ich kann natürlich einen Zug überfahren. Hat er gerade geschissen? Ja, fein. Hast du fein gekackt. So, wir reiten hinterher. Wobei es wahrscheinlich ein bisschen verdächtig rüberkommt, aber ich will über die Brücke. Ich brauche einen C-Trigger und nach rechts oben zu für Hallo. Meine Oma war schon mal. Bisschen Rang. Das muss da unten irgendwo gewesen sein, da bin ich mir sicher. Das ist ein Big Valley, weil du oben warst, nicht? Oh, könnte das gewesen sein, falls es ein markiertes. Was sind wir jetzt gerade? Da. Der Weg könnte aber stimmen, ne? Müssen wir jetzt ein bisschen umschauen. Sehr schön. Warte, war der Typ, der mal versucht, mal umgeholzt haben? Der gesagt, ich brauche deine Hilfe. Okay, Bro, helf dir. Und dann auf einmal ist er abgehauen. Ich meine, da hätten wir die gefunden irgendwo. Sind ja da vorne schon? Ey, jetzt war die Pferdefarm. Vorbei, die hauen da Holz. Ich glaube, wir sind hier richtig. Wo fällt wer? Oh Gott! Kann man irgendwie helfen? Ich kann nichts machen, Bro. Oh, schick die Knarre weg. Steck den Bogen weg. Komm gleich, Sekunde. Komm, hab dann raus. Ah, sehr gut. Das Bein ist durch. We've done all we can for you. You come back for your money at the end of the week. I can't pay you in full for today, of course. The rest of you, stop gawking. Get back to work. Come on. Hello, mister.
Wollt ihr wen von euch reden? Ich würde gern Holz kaufen, Bros. Da stehen natürlich ein paar Putschen, aber wer ist nicht so Sinn und Zweck? Hä, wo ist denn der Chef von euch? Sagt mal, hallo? Look out! Oh, sorry. Warner? Sir? Nonsense. Ah, verpissi. Sieht schon aus wie jemand, der hier Plan von irgendwas hat. Hey there. Was ist mit dem? Ich will das Holz. Ganz ehrlich kaufen. Hey, Mister. Hey, Partner. Kann man dir helfen? That foreman's a real bastard, ain't he? Here, this should help you get back on your feet. Thanks, Mister. You're a good man. Ja, jetzt sehen wir, wo dein Boss ist. Sind ja keine hier, die Holzhämmern. Hey, foreman's moved into the new office if you're looking for him. Hello, sir. Don't think this day can get much worse. Hey there. Hey there. I'm gonna keel over. Looking forward to it. Ah, da ist ja wer. Oh, hey. Can you believe these fools? You'd think they'd learn to get out of the way of a tree by now. Back for some lumber, I assume? I got a wagon out front, already loaded up and ready to go. For you? Let's call it, $75? You won't beat that price anywhere. Hey, move it! Pooh! All right, well, we'll be here to change your mind. What is wrong in your head? Pooh, du bist doch schon ein Geldbesorger. Puh, da müssen wir in die Stadt hier. Gibt's da einen Händler? Gibt's einen Fleischverkäufer? Schlachter. Südwestlichkeit da. Nice, wir müssen erstmal tierlich wieder abknallen. $75. Alter Vater. Ganz ruhig, Pferdi. Boah, wir können natürlich auch klauen, aber... Halt so auffällig. Wir müssen warten, bis es Nacht ist. Wen können wir denn mitnehmen? Okay, there. Das erste Tier, was wir haben. Sehr schön. Häuten. Na, ist das doch mal. Mann, lass das Pferd verfickt. Alle. Ja, genau. Oh, hol den Bogen raus. Spasti. Ich glaube, nochmal eine Passung, oder? Ja, egal. Gib Geld. Mal schauen, ob hier noch irgendwo ein Tier rumrennt. Ist natürlich jetzt dunkel. Ganz praktisch. Schönes Eichhörnchen, süß.
Erwischt. Was haben wir das war? Ist ein Fuchs? Ein Fuchs. Wie kriegen wir mal bessere Qualität raus? Oder? Auf jeden Fall war es kein Opossum. Das wäre ein ziemlich großes Opossum. Ist denn nur Fragen? Kojotenfell, perfekt. Nice. Weil er Kopfschuss abgekriegt hat. Ja, komm doch jetzt her, Mann. Mensch, Wilfried. Verstauen. Boah, $75, Mann. Boah. Pferd verfolgt uns. Na, ganz praktisch. Ganz schnell da lang gegangen, ne? Weicher Stein. Okay, wird nix. Vielleicht finden wir da drüben noch was anderes. Muss uns eigentlich um unser Pferd stalken. Pferd hier verfolgen. Was es wohl ist, ist die Frage. Pferd, bleib mal stehen, Mann. Versausch alles, echt. Wir sind ein schlechter Pferdenleser, habe ich das Gefühl. Nicht mal so gut, wie ich immer dachte. Ja, rechts als gehört so ein Vogel oder sowas, ist egal. Unbekannt ist hier, ja. Vor allem ein fetter Grizzly. Weiß nicht, was Mrs. oder sollte es unser täglich Brot werden, das Ganze. Was hat denn der? Ja, das war ein Hase vorbei, ich weiß. Suchst du ja einen Wolf. Lauf ich lieber hier random durch die Gegend und such was. Leider nicht erwischt. Ach ja. Der hat gesessen. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ah, verletzt ist hier lang. Okay.
Da lang. Okay. Run! Unsere Beute! Treibjagd! Erwischt! Fuchsfell schlecht. Shit. Ja, komm mit. Erwischt. Puh, ich hätte schon wieder Angst, dass es nichts wird. Ja, hallo. Oh, Bruder. Ich sehe das Schloss nicht. Ach, da, jetzt. Kein Problem. Maybe I know something you find interesting. My way of saying thanks. One of my husband's friends talked about this crazy old woman that lives north of Strawberry, stashes weapons for her sons, he said. Yeah? Anyway, thanks again. I'm gonna get on out of here. Keep your head down. Don't trust anyone. Now go. Plündern, ja. Sein Kollege muss irgendwo da vorne verloren haben. Ja, da liegt er. Ach schau, was verfolgt mich da jetzt? Da brauchen wir noch ein paar Dollar. Ein Schlangenöl haben wir entdeckt. Naja. Können wir die Kutsche nicht abgeben? Ja doch eigentlich was, oder? Gib mir noch ein paar Euros. John Marston, ne? Ist eine Kutsche so gesehen, finde ich. Da ist Valentine. Emerald Ranch, war doch die. Arztausführung, Büchsenmacher, Gülschan, ein Fehler. Postkutsche, dazu. Ja gut, okay, da habe ich kein Interesse dran. Können wir die Pferde vielleicht abkoppeln? Und die Pferde verkaufen? Nee, lass mal. Kapitiergewehr, nee, bringt uns nichts. Es sieht auch gerade wenig, ne? Weil es halt einfach fucking dunkel ist. Bevels, komm her, wir schlafen hier eine Runde. Aktivitäten in der Nähe. Arthur? Dann gehen wir mal kurz weiter weg. Ach, die sieht doch hier ganz nett aus. Für eine Aktivität, man. Ich dachte schon, es war ein totes Tier. Achso, apropos, warte aber mal. Sollten vielleicht mal wieder Pfeilbogen annehmen. Falls wir unterwegs was finden. Müssen wir uns erstmal einen Schlafplatz suchen. Darf ich jetzt hier ein Lager aufschlagen? Auch nicht.
Assi ist denn das? Da war eine Wildsau. Fuck, die uns gehört. Das ist immer leiser zumindest. Ach, Pferd kann schon aufhören, mich zu verfolgen, du Dreckstalker. Oh, der hat aber gesessen. Der hat aber echt gesessen. Das war ein sauberer Kopfschuss. Wenn es kein sauberes Häutli gibt für. Weiß ich aber auch nicht mehr. Interessant ist, dass die Kadaver essen. Wildschweinfleisch. Fell. Perfekt. Verstanden. Zeuge Mord? Hä? Pferd, alles okay? Dann müssen wir ab hier. Wie hat der das bitte mitkriegt? War doch kein Schwein. Dann sind es mir wieder gleich. Ich will mal wissen, wo wir sind. Hat der Logic. Wir uns gerade entgegen? Ich suche Ermittlungen. Ich glaube, es soll jetzt keine Aufmerksamkeit auf unsere Jäger. Wir laufen jetzt einfach mal weg hier. Und ich wollte schlafen. Was hat uns gerade inklusive Pferd ein hingewichst? Jetzt Pferd, ruhig hier. Weil können die ja nett sein. Naja. Kann ich jetzt hier ein Lager aufschlagen? Oh, ist aber auch eine schöne Aussicht, muss man sagen. Jetzt, Delle. So, kochen. Wildvogelfleisch. Ja. Kochen. Essen. Zurück. Kochen, Rezepte. Nö. Schlafen. Ach so, das können wir gar nicht. Ich würde zu spät dafür. Das müssen wir morgens schlafen können. Das ist eine Scheiße. Abbrechen. Ach ja. Ja, yep, Sonne geht auf, sehe ich gerade. Super. Wir sehen hier leider von hier oben auch kein Wild. Ich denke, das Feuer hat es ja auch vertrieben. What? Gut, denke mal, was dran. Das Wildschweinetod ist Aasessen, war mit. Neu, muss ich zugeben. Easy now. Och ja, wieder 20, bis er sein Pfeil rausholt.
Ja, scheiß drauf, bin zu blöd zum Zielrad wieder. So, gehen wir schon mal zum Verkauf, komm, scheiß drauf. Nach Westen. Mm-hmm.